So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das sind die Lego Batman Batman Action Wundertüte. Ja, ist auch die Nummer 1. Und ja, der ein oder andere weiß es. Es ist nicht die neue. Die kostet nämlich nur 5 Euro. Seht ihr das? Diese hier habe ich. Die brandneuen aktuelle ist diese hier. Kostet 6 Euro. Das dazu. Hier sind dieselben Figuren drin, größtenteils. Aus dieser Wundertüte will ich eigentlich immer nur den coolsten Batman haben. Das ist er. Für mich der richtig Bösewicht mit den schönen Schulterpolstern und sowas. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gezogen. Werde ich natürlich noch ein paar Videos von machen, weil ich habe davon noch einiges an Wundertüten hier von den Mega Batman Power Wundertüten. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich habe hiervon auch noch einiges. Die Batman Action, hier ist drinne einmal, zweimal, die ich cool finde. Drinne haben werde ich aber immer nur einmal, zweimal. Auch schon so viele aufgemacht. Aber man kann sich auch täuschen und doch einmal wieder was anderes finden. Wie gesagt, das sind die älteren, die kosten nur 5 Euro. Das dazu, erkennt ihr immer einen Preis. Umso teurer die Wundertüten sind, umso neuerer sind die. Ist leider so. Und nächsten Monat steigen die ja nochmal im Preis. Wo soll das noch hinführen? Gibt es im nächsten nur eine Figur drin für 7 Euro? Das dazu. Aber könnt ihr mir ja alles meine Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber jetzt öffne ich 4-mal die Lego Batman, Batman Action Wundertüte. Auch wenn es die ältere ist, bekommt ihr aber teilweise noch in den Geschäften auf jeden Fall und auf dem Flohmarkt, Wochenendmarkt sowieso. Limitierte Karte. Oh, ein Comic. Booster-Tütchen vorne dran, dann ist vorne drauf. Der graue Batman. Cool. Ja, ich bin ja ein Batman-Freund auch. Ich habe reichlich Batman, kleine Batman-Sets, größere. Ist ganz cool. Aber jetzt bei den grauen. Jetzt ganz ehrlich. Ist meine persönliche Meinung. Diese Batman-Haube gefällt mir daran nicht. In dieses Grau wäre doch so schön einfach in dieses Grau gewesen, oder? Dann hätte irgendwie ganz, hätte es besser gepasst. Man sagt ja, Batman schwarz, warum ist er dann grau? Ihr wisst, was ich meine. Wird für mich besser sein. Attraktiver, schöner, ganz wie ihr es sehen wollt. Könnt mir ja auch mal eure Meinung schicken. Schreiben. Zweite, cooles Auto, was ja auch viel teurer geworden ist und so langsam aus dem Handel verschwindet. Ja, der Bösewicht, wo ich immer wieder sage, den kann ich mir auch als Armee vorstellen, ohne die Waffen, einfach nur so. Da kann man, den kann man auch zupacken zu die alten, kennt ihr die alten UFO-Geschichten noch? Astro oder wie sie hießen, habe ich ja auch ein paar Mal schon vorgestellt. Ich habe die alten Sets, die als... Wir kommen von anderen Sternen. Passt wunderbar dazu, weil die ja noch diese Art Raumglocke, Luftglocke haben. Schöne Figur. Kann man immer gebrauchen, besonders als Armee. Meine Meinung. Meine persönliche. Ich kann immer nur von meiner Meinung ausgehen, weil deine oder deine kenne ich ja nicht. Das müsst ihr hier unter ein Video schreiben. Wie ihr das findet, was ich so sage. Ob mir das nur so gefällt oder den einen oder anderen natürlich auch. So. Und kommt einer aus dem Weltraum. Oh nein! Jetzt wollte ich mal wieder vorklug sein und was ist, haut mich gleich ein anderes Magazin auf. Superman. Ja, das ist, wenn man vorschnell ist. Hat natürlich auch Vorteile, dass Superman drin ist. Mehr oder weniger. Ist mal wieder eine andere Figur. Und hier ist die dritte Lego Batman, Batman Action. Wundertüte.
Ihr seht, das Comic ist immer dabei. Das bedeutet, der Batman, der mir gefällt mit grauer Batman-Kapuze. Und ja, da ist wieder ein, den wir kennen und gebrauchen können. Ihr seht, drei Wundertüten schon aufgemacht. Hier ist die vierte. Ich werde natürlich irgendetwas unter das Video verlinken von Lego Batman. Irgendwas, wo noch die Preise gut sind. Und ich habe schon gesehen, die steigen ganz schön im Moment an. Weil bald ist der erste, da fliegen die Preise sowieso nach oben. Also, irgendwas von Lego Batman werde ich unter dem Video verlinken. Sicher, bequem und noch günstig auf jeden Fall. Schaut nach, wenn ihr Lust zu habt, wenn ihr die Batman-Reihe mögt. Und wieder ein Comic. Und wieder der Batman. Oh, der aus dem Alli ist wieder da. Ja. Also, ihr habt gesehen. Wenn ihr noch welche von diesen Wundertüten bekommt im Geschäft, wenn ihr diesen Batman haben wollt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Bei diesem Bösewicht auch ziemlich hoch. Ihr seht, vier Tüten aufgemacht, dreimal im Bösewicht, viermal im Batman drin gewesen. Es passt, wenn ihr die Figuren braucht. Wie gesagt, ich werde irgendwas von Lego Batman unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig zurzeit auf jeden Fall noch. Alles andere schreibt ihr mir jetzt in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Und natürlich freue ich mich mal wieder um einen Daumen hoch da. Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.